Na los, beeil dich. Kannst kaum erwarten, anzufangen. Endlich sind wir da. Lass uns reingehen. Bist du bereit, Mitbewohnerin? Sah das wirklich so aus? Auf dem Bild waren definitiv weniger Spinnen zu sehen. Wie ekelhaft. Dagegen müssen wir etwas tun. Schon besser? Ran an die Arbeit. Ich mag Makeover. Diese Tapete muss weg. Wow, die klebt aber fest. Wow. Alles okay? Wer hat das Licht ausgemacht? Was ist hier los? Das ist nicht lustig. Ich hab die Nase voll. Das Bett hat schon mal bessere Tage gesehen. Schieb! Wuhu! Go, go! Wie viel wiegst du? Das macht echt Spaß. Gute Arbeit. Lass uns gehen, Bestie. Tada! Sieh dir die Moves an. Oh, wer hat gesagt, dass das eine gute Idee war? Oh, das habe ich gelesen. Wir sind fast fertig. Geschafft! Woo! Wir haben was vergessen. Schon gut, die ziehen wir einfach ab. Hä? Wer malt schon das Kacker-Emoji? Wow, was ist das? Schneit es etwa? Ich liebe meinen Job. Hey, stopp, das Dach fällt noch zusammen. Lauf! Das war knapp. Das hätte schief gehen können. Hey, denkst du dasselbe wie ich? Lege eine Schaumstofffliese gerade hin. Dann brauchst du ein Stück rechteckigen Karton. Fahre das Rechteck auf der Fliese entlang. Das wiederholst du mehrmals. Das Muster soll wie Backsteine aussehen. Mit etwas Spitzem fahren wir die Linien entlang. Mach dünne Linien in den Schwamm, die die Tinte entfernen. Du musst nur den Linien folgen, so wie ich. Dann füllst du die Linien mit weißer Farbe auf und bedeckst die Resttinte. Jetzt malst du die Fliesen an. Nur ein kleines bisschen auf jede Fliese. Verteile die Farbe. Der Schwamm sorgt für eine tolle Textur. Lass sie uns aufstellen. Perfekt. Weg ist der Kacker-Emoji. Das sieht schon viel besser aus. Gute Arbeit. War das die Tür? Hallo? Hi. Ich verkaufe diesen tollen Bohrer. Nope. Ich war noch nicht fertig. Diese Pfanne ist außerdem exzellent verarbeitet. Nein. Was? Okay, wir haben einen Deal. Ich meine, nein. Wie wäre es mit diesem Mystery-Preis für 2 Euro? Oh, bitte, darf ich? Wieso nicht? Und wieder ein zufriedener Kunde. Lass das Geld rüberwachsen. Bye, bye. Was das wohl ist? Sehen wir nach. Wow, ein Spiegel. Genau das, was wir brauchen. Das Papier muss noch weg. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Der Rahmen ist beschädigt. So können wir den nicht aufhängen. Hey, komm zurück. Aha. Genau, was ich jetzt brauche. Sorry, Teddy, aber ich brauche deine Füllung. Du willst einen alten Spiegel pimpen? Dann pass gut auf. Klebe einen LED-Streifen am Rahmen fest. Biege die Lichter an den Ecken. Es soll eine ununterbrochene Linie sein. Ist das erledigt, gibst du Kleber über den LED-Streifen. Achte darauf, keine Stellen zu übersehen. Ein Zickzackmuster ist perfekt dafür. Fast fertig. Befestige die Teddybär-Füllung auf dem Kleber. Drücke fest darauf, damit sie kleben bleibt. Das machst du am ganzen Rahmen. Achte darauf, dass der LED-Streifen versteckt ist. Wenn du fertig bist, befestigst du künstliche Schmetterlinge an der Füllung. Das sieht toll aus. So langsam sieht es hier gemütlich aus. Und ich liebe die Idee mit dem Licht. Wow, echt genial. Das erinnert mich an die Natur. Das ist so schön. All die Arbeit macht mich müde. Das ist echt bequem. Ich bin so froh, dass du da bist. Klar, wieso auch nicht? Hab ich gut geschlafen? Wow, da oben
Tommy, wach auf! Was ist denn? Sieh mal! Hast du wieder dein Kissen abgeknutscht? Naja, ich habe von einem süßen Typen geträumt. Schon gut, ich habe eine Idee. Oh, meine Lieblingstochter, ja? Hey Mom, wir haben Lippenstift auf einem Kopfkissen. Bin schon unterwegs, das ist ein Notfall. Mein armes Baby. Mami eilt herbei. Und los. Aus dem Weg, ich komme. Alles okay, Liebling? Oh, hi, Mom. Wir haben hier ein Problem, siehst du? Keine Sorge, ich erledige das. Gib Klebeband auf die Kanten des Kissens. Dann befestigst du mehr Klebeband in einem Winkel. Mach eine Reihe kleinerer Dreiecke. Mach das, bis alles voll ist. Alles soll voller Klebeband sein. Wenn du damit fertig bist, entfernst du eine Klebebandreihe, so wie ich. Achte darauf, nicht mehr Klebeband abzuziehen. Von oben nach unten entfernst du jede zweite Klebebandreihe. Schnapp dir einen Pinsel und mal drauf los. Tupfe den Pinsel auf die oberste Reihe. Das Klebeband trennt die Bereiche voneinander ab. Mal jede Reihe in einer anderen Farbe an. Ist die Farbe trocken, kannst du das restliche Klebeband abziehen. Dieser Part ist echt entspannend. Sei vorsichtig, wir wollen nicht unsere harte Arbeit ruinieren. Dann ziehst du das Klebeband an den Seiten ab. Das ist besser als Lippenstiftflecken. Und was sagt ihr, Mädels? Sieht gut aus, oder? Wow, voll schön. Danke, Mom. Oh, ich hab's. Ich mache ein Foto. Lächeln. Oh, wie hübsch. Freut mich, dass ich helfen konnte. Bye, Mom. Wo kommt das hin? Nee. Nope. Ha, ich bin Kunst. Das können wir nicht benutzen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wer ist das? Was ist denn? Eine Notiz? Danke. Öffne sie. Das ist ein Code. War der Safe vorher schon da? Vielleicht ist da ein Schatz drin. Das ist ein einfacher Code. Was da wohl drin ist? Holzspieße? Leg einen Holzspieß auf eine glatte Oberfläche und gib am Ende des Stiels Kleber drauf. Wiederhole das, bis du einen Rahmen hast. Befestige die Spieße auch in der Mitte, dann hast du zwei Hälften. Klebe einen weiteren Spieß horizontal hin. Mach das mehrmals und fülle den Rahmen auf. Dasselbe machst du vertikal, dann malst du es an. Personalisiere den Rahmen mit etwas Dekoration. Das ist ein toller Rahmen für deine Fotos. Und fertig. Unser erster Bilderrahmen ist fertig. Da kommen all unsere Bilder hinein. Genau, was wir gebraucht haben. Und er sieht toll aus. Es gibt nichts Besseres, als mit deiner besten Freundin abzuhängen. Oh, wir sehen so süß aus. Wir haben Spaß und schaffen Erinnerungen. Ja, endlich sieht es hier wohnlich aus. Sieht gut aus, oder? Am Anfang sah es hier schlimm aus. Der Unterschied ist krass. Jetzt ist es hier so hell und schön und bunt. Das war harte Arbeit, aber es hat sich total gelohnt. Wir hoffen, dir hat dieses Zimmer-Makeover gefallen. Welcher Part hat dir am besten gefallen? Schreib es in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst.